Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar zu Forward to the Sky. Tja. Drücken Sie eine beliebige Taste. Sprachauswahl gibt es ja hier nicht. Weil bei ihr war das mit der Steuerung. WSD. Oder so wie ich mit dem Controller spiele. Mal schauen. Ob das einfach so geht. Der Legende zufolge lebt die Elmenstürmer. Eine Hexe? Sie sah grau. Was? Sie sah grauenvoll aus und war böse. Jeder fürchtete sie. Die Hexe riss alle die Kristalle an sich und griff die Menschen im Himmelsturm an. Manche hatten Glück, konnten den Turm entkommen und sie überlieferten ihre tragische Geschichte. Der Himmelsturm war nun wieder aus den Wolken aufgetaucht. Eine junge Prinzessin machte es sich zur Aufgabe, die Hexe auf dem Himmelsturm zu vertreiben und ihr Volk die Kristalle zu bringen. Ach, das ist einfach Kapitel 1 oder was? Oder das ist die Geschichte? Okay. Sonst müssen wir halt hier machen. Level 1 einfach. Okay. Ah, okay. Das war jetzt das, was wir vorgelesen hatten. Die Prinzessin musste die verstreuten Kristalle-Fragmente finden, die sie im... die sich Monster und Engelsstatuen für... die sich in... ein Monster und Engelsstatuen verbergen. Auf jeder Ebene im Himmelsturm verstecken sich 100 Kristallfragmente. Je 33 Kristallfragmente bilden eine Energie... Erinnerungsabbildung über die Geschichte des Turmes. Suche nach den Statuen, besiege die Monster, sammle die Kristallfragmente und entdecke die Geschichte des Himmelturms. Okay, das sind wir. Ja, ein bisschen schnell. Ich muss die Hexe schnell finden, und bevor die anders tut. Ja, anscheinend ist das ein kurzes Spiel und ich habe immer noch was vergessen. Ja, bin wieder da. Mein Handy ist eben eine einzige Katastrophe. Naja, gut, ich habe keine SIM-Karte da drin. Oh. Springen mit A. Okay. Hä? 1000 von 1000? Oh. Und das sind die Monster? Ich spiele halt das Ganze nicht mit Maus und Tastatur, sondern mit Xbox One Controller. Vielleicht bin ich da ein Nachteil. Ich wäre dann hier springen gewesen. Ja, gut. Springt ja genauso. Okay, das Spiel ist schon ein bisschen her, glaube ich, wo es rausgekommen ist. Ist mir egal. Ich mag so Spiele, wo... Ja, eben anscheinend ist das Spiel nicht lange und deswegen dachte ich mir, ja, wieso denn nicht? Eigentlich wollte ich ja sowieso... Also ich habe Fortnite zum Beispiel ja nur Let's Played. Oh! Ich habe Fortnite nur Let's Played, damit... damit ich dazwischen was habe. Wo versteckt sich...
Ach, ich kann auch das kaputt machen. Ich kann sogar die Wand kaputt machen. Ja, okay. Ja, das wusste ich doch gar nicht. Aber was bringt mir denn das? Okay, ich verspiele mir eigentlich mehr damit den Weg, aber okay. Die Idee, dass man das kann. Ach so, da geht in die Richtung. Naja, gut. Ich dachte eben, vielleicht sind da noch Kristallfragmente dazwischen. Ja, gut, nach unten komme ich sehr wahrscheinlich nicht. Die Grafik ist auch ein bisschen, ich sag mal, veraltet. Jo, jo. Nicht die modernste, aber das interessiert mich genauso wenig. Oh, Stacheln! Oh, wo geht's jetzt hin? Ach Mensch. Wer ist denn das? Also wir spielen eine Prinzessin. So weit habe ich es verstanden. Ich kenne das Spiel überhaupt nicht. So, ich kann die Kisten schieben, okay. Ich dachte, man könnte sie auch zerstören, aber... Also so ein bisschen Rätselspiel, so wie ich es eben mag. Ich mag solche Spiele. Aber es soll ziemlich kurz sein, ja. Ich habe auch gesehen, es gibt 6 Level. Ja, einer meinte bei Steam, ja, in einer Stunde hätte man das durch. Aber ich bin ja einer, der gerne alles genau unter die Lupe nimmt. Und deswegen wird es ja sehr wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Da oben gibt es noch wieder Stacheln und so. Ach, wir hätten nur eine Kiste gebraucht, oder wie? Ja, anscheinend. Oh! Wow. Hä? Toll. Ja, toll. Und was soll ich jetzt hier, bitteschön... an... Okay. Ich wollte nur dem Kristall hinterher. Toll. Tolle Sache, ja? Und hier kann man einfach die Wand zerstören. Der Witz ist, wir wollen jetzt... Ja, Mensch. Habe ich eigentlich irgendwelche Energie? Aber das hat keine Ding. Oh. 38. Ich würde ja schon gerne alle 100 sammeln, aber ich kann nicht behaupten, dass ich das hinbekomme. Und hier geht's hier hoch. Wow, Fallschaden kriegt sie also schon nicht, wenn sie überhaupt Schaden kriegt. Ach, das sind die 9000, die 10.000, nee, 1000. Jetzt habe ich ja 950. Okay. Ja, wow. Schönes Timing. Übrigens. Ja. Ach, wenn das hochgeht, soll ich dann da durch. Okay. Ah, die Stimme ist verschwunden. Ja, sie hat keine Angst. Und jetzt?
von da hinten bin ich doch gekommen. Wo genau muss ich denn hin? Ach, da oben. Hui. Ein bisschen zu weit runter gesprungen. Wow. Ich glaube, der macht sich selber was vor. Rätseltime. Okay. Na, so sieht das vielleicht besser aus. Nur vielleicht. Ich weiß es noch nicht. Sie ist ja dann am Ende. Ich bringe irgendwie den Großen hier nicht dazu, dass er stirbt. Ah, jetzt. Ah, okay. Wow, ich habe ja schon viel Damage. Ich habe ja so gut wie kein Leben mehr. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich sollte wohl ein bisschen mehr darauf achten. Was kann ich hier eigentlich alles, außer die Kamerasicht immer auf sie fokussieren? Ach so, nur eine andere Attacke. Ausweicher? Okay, gut. Loslaufen. Ah! Ey, das gibt's doch nicht. Ja toll, wir müssen von vorne beginnen, weil ich gestorben bin. Wow! Zeigen hier. Dass wir gestorben sind, finde ich super. Und das im ersten Level. Im ersten Level sind wir gestorben. Nein, also wirklich. Naja, wir wissen ja jetzt, wie das Ganze abläuft hier. Where is the witch hiding? Are there clues inside the crystals? This way, I'll be the hero who defeats the witch. Who would dare call me a trouble-making princess? Wicked! Aber im ersten Level sterben, das nenne ich doch mal was. So, ihr. Ah, jetzt fliegen wenigstens die Kristalle auch nicht nach unten, weil ich hatte ja das Problem da. Ein Mensch! Ja, ich bin ein Mensch! Juhu!
Wir alle sind bitte schön hier. Naja. Es erinnert mich ein bisschen an die älteren Spiele. Aber kann man da wirklich nicht hoch? Ja gut, irgendwann bin ich ja da oben. Okay. Macht ja das nicht keinen Unterschied. Stimmt, hier war ein bisschen tricky. Oh. Hier habe ich am meisten Damage eigentlich bekommen. Ja, das Ding müsste doch eigentlich hoch, wenn... Ja, dann kommt das andere runter. Wow. Ich klemme mich hier vor allem ein. Lustig ist, das andere habe ich so... Weit. Einmal der. Und einmal der. Ja, die Grafik ist ein bisschen... Oh, veraltet, aber das ist ja egal. Ich würde gerne jetzt so ein... Oh, hey, ich schlag doch. So, meine Uhr sagt jetzt dann bald, es sei Zeit. Und da kann ich sie anhalten oder zurücksetzen. Genau. Wird halt dann länger ein Part. Ich bin vor allem gestorben. Wow. Und das im ersten Level. Aber es sieht jetzt auch nicht gut aus. Oh. Ich habe nur noch 7 Leben. Wow. So, liebe Leute, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play for Wade to the Sky. Ja, sollte ich sterben, werden wir uns einfach hier wieder sehen. Ja, dass ich alle Gegner eliminiert habe. Es kann gut sein, dass ich jetzt sterbe. Also, wir sehen uns im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!